Moin und willkommen zurück zu Fallout 3 DLC namens The Pit. Wir sind ja letztens hier stehen geblieben. Tja, hier leckt es ein bisschen. Habe ich dir so alles schon durchsucht? Da, die Schränke. Ich drücke immer Escape jedes Mal. Spend. Oh, Geld nehme ich gerne mit. Warte mal, irgendwie. Ah, von da bin ich hergekommen, oder wie? Ja. Okay, hab ich. Okay. Für Ewigkeit nicht mehr. Oh. Ich bin kurz vorm Umkippen. Da macht doch Pause. Wie zeigt mir denn da an? Hallo? Brand sollte man besser nicht trauen. Bist du? Ich wäre lieber draußen auf dem Hof Altstahl sammeln. Schön arbeiten. Also wer bist du denn? Brad. Neu hier, was? Woher sind wir denn? Aus der Erie-Gegend, dem Ödland der Hauptstadt? Ronto? Wozu überhaupt die Fragerei? Gut. Da Sie mir vielleicht helfen können, verrate ich Ihnen ein kleines Geheimnis. Die Sklaven hacken immer etwas aus. Ich finde heraus, was sie im Schilde führen und geb's dann an die Bosse weiter. Und als Dank dafür muss ich weniger arbeiten. Gutes Geschäft, was? Falls Sie also was hören, dann sagen Sie mir Bescheid. Im Arsch. Natürlich habe ich dem nicht gesagt, dass ich eine Waffe brauche. Was ist mit mir? Brand sollte man besser nicht trauen. Ja. Ich glaube, das ist der Mann, oder? Nein. Komm. Nee, der darf ich jetzt noch nicht an. Mann. Was ist denn das? Wohl nichts zu tun, Hiwi! Hey, Hiwi! Meine Aufmerksamkeit sollte man besser nicht auf sich ziehen. Wieso nicht? Hilfe! Bitte! Ich brauche Hilfe! Durch die richtige Anwendung von Medizin könnte die Verletzung dieses Mannes weit genug behandelt werden, um ihr arbeitsfähig zu machen, aber nicht vollständig geheilt werden. Sie können ihn sein Coin nur lösen, indem sie sein Leben einsetzen. Nee. Ich heil denn. Tolle Idee, diesen Gipskopf wieder zusammenzuflicken. Er hat mindestens noch eine Woche, bis er vor Erschöpfung tot zusammenbricht. Oh, shit. Geht's dir gut? Was immer auch passiert ist, ich war's nicht. Hammer. Ewig in Nähe des Tors verboten. Los, Linda. Ah ja, wollten. Ich glaube, hier ist der Marco drin, oder? Hallo. Hey, nicht so laut. Die Bosse dürfen auf keinen Fall mitbekommen, was ich hier mache. Warum sollte ich denn nicht einfach verraten, was... Nee, was ist deine Aufgabe? Ich baue Waffen und davon jede Menge. Es tut sich was und zwar bald. Ich sammle den Schrott, den wir im Hof finden und bastle daraus mit unseren Werkzeugen Waffen, mit denen wir gegen die Bosse kämpfen können. Ich brauche eine Waffe, kannst du mir helfen? Ja, Midea hat mir schon von ihnen erzählt. Werner hat sie geschickt, stimmt's? Ich kann ihnen helfen. Hier, die ist für sie. Eine automatische Axt. Schön, nicht? Ich baue sie aus alten Autoteilen, die mir die Sucher aus der Stadt mitbringen. Sehen Sie zu, dass sie gute Anwendung findet. Aber Vorsicht vor den Bossen. Eine falsche Bewegung und sie sind erledigt. Ja, danke. Bruder, was machst du? Zurück an die Arbeit! Okay. Und ja, die Videos hier, die werden... werde ich schneiden,
Also nicht jedes Mal kommt eine Begrüßung und eine also Wiedersehen und so. Ach, du bist heute der Glückspilz, der für mich auf Barenjagd gehen darf, ja? Heute bin ich dran. Schön, endlich mal ein wenig Enthusiasmus zu sehen. Na dann mal los, folge mir. Okay. Werkshofdienst, was? Wen hast du denn verärgert, dieses Todesurteil zu bekommen? Na, eigentlich wurscht. Lang wirst du eh nicht am Leben bleiben. Wird man ja später sehen. Siehst du den Typen da oben? Von der Sorte wirst du so einige zu Gesicht bekommen. Und wenn du die überlebst, wirst du wahrscheinlich den Verrückten in die Arme laufen, die auf dem Hochofen leben. Hör mal, kannst du mir vielleicht den Gefallen tun und in der Nähe der Tür krepieren? Dann muss ich nicht so weit laufen, um deine Leiche zu plündern, weißt du? Hier ist die Tür. Geh und schnapp dir ein paar Barren. Und komm erst wieder, wenn du mindestens 10 hast. Bring sie mir und ich werde mal sehen, ob ich eine kleine Belohnung für dich klar machen kann. Okay, 10 Stück. Ich hätte auch alles nehmen drücken können. Nein, ich muss natürlich eins machen. Ich bin ja schon fast Level 23. Ich glaube, bis Level 27 geht's. Oh. Ich drücke mal Escape jedes Mal. Oh, nee, ich will die Waffe noch mitnehmen. Ah, da geht's raus. Ups. So, 10 Barren muss ich sammeln. Hab ich Licht. Ach, hab ich mal das Licht aus. Das sind Freunde und Feinde. Billy! Billy! Ich bin's, dein Bruder John. Erkennst mich doch, oder Billy? Ups. Was Powerplant? Lol, okay. Trock. Oh mein Gott. Was in die Scheiße? Was haben die dabei? Schmutziges Wasser. Oh. Kann ich abbauen? Nee. Oh, was ist denn mit dem passiert? Ich wollte schon wieder Escape drücken. Wo finde ich denn eigentlich hier Barren? Irgendwie versteckt. Oh. Oh, Red Egg. Red Away. Nicht Red Eggs. Da! Ach mein Gott, ey. Okay, so sehen die aus. Nicht weiter. Alter, na, okay. Alter. Bildbill. Oh, das ist doch der, wo ich da Notiz da mit der eine Frau da irgendwie was machen soll oder suchen soll. Alter, Maus. Notiz von Bill. Ich würde es nicht schaffen, Millie.
Was? Ich werde es nicht schaffen, Millie. Es tut mir leid. Ich wusste, dass jeder gedacht hatte, ich konnte es schaffen. Aber die wissen nicht, was da draußen ist. Da gibt es nicht nur Trocks, sondern auch noch andere, die Wilden. Irgendwie lustig, wenn ich bedenke, dass man mir im Stahlwerk den Spitznamen Wild Billy gegeben hat. Die Bären zu finden war kein Problem. Die liegen überall herum. Es ist jedoch ein Riesenproblem, wieder zum Stahlwerk zurückzukommen. Meine bewährte Seitenwaffe hat sich mehr als einmal als nützlich erwiesen. Aber ich geriet bald in größere Schwierigkeiten, als ich die bewältigen konnte. Die Schüsse haben die Wilden eliminiert und es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis sie mich aufgespürt haben. Es tut mir so leid, dass ich alle im Stahlwerk enttäuschen muss. Sag allen, dass ich mir größte Mühe gegeben habe. Lebt wohl. Oder lebe wohl. Haben wir das jetzt auch erledigt? Hallo? Das sind doch Raider, ne?